Der kommende Patch 1.12 für Hunt Showdown, den ihr gerade schon auf dem Testserver ausprobieren könnt, bringt eine Menge Änderungen und die sind nicht nur alle super, sondern auch echt viele. Deshalb renne ich hier so kurz und knapp es geht durch, mitsamt meinem Testserver-Fazit zu den einzelnen Änderungen. Ich bin ein bisschen heiser, das tut mir leid. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Es geht los mit den Bugfixes. Der Reload-Bug wird endlich behoben. Der sorgt dafür, dass eure Waffe in bestimmten Situationen nicht richtig nachgeladen wird. Und das endet gerne mal tödlich. Will nicht quatschen. Leute erschießen. Oh nein, hat jetzt wieder nicht nachgeladen. Mit 1.12 ist der dann weg. Hoffentlich. Waffe schießt wieder. Der Left-Peak-Vorteil auch. Bislang war es ja so, dass man, wenn man links um ein Objekt herumgelinst hat, ein Gegner, der rechts um das Objekt herumgeschaut hat, viel früher sehen konnte als andersrum. Hier zum Beispiel schaue ich links am Türrahmen vorbei, der ist aus Sicht meiner Gegnerin rechts, ich kann sie also früher sehen als sie mich. Und erfahrene Spieler wissen das und planen das ein. Mit 1.12 geht das nun nicht mehr. Wer sich da also an die linke Kante eines Objekts hockt und hofft, man sähe seinen Kopf später, wird überrascht sein. Mega gut, dass das endlich gefixt worden ist, indem jetzt die Kameraposition leicht verändert worden ist. Und ja, das hier ist eine neue Waffe und zu der kommen wir gleich. Es wird mit dem Update nämlich zwei neue Questlines geben. Eine für 4 Wochen ab Ende März, die andere für 4 Wochen ab Ende April. Und beide sind schon auf dem Testserver aktiviert, damit ihr die damit verbundenen neuen Waffen und Skins testen könnt. Skins finde ich ja nie so relevant. Ja, sind hübsch, aber verändern ja die Werte der Waffe nicht. Die Weapon Charms, also dieses Gebamsel an den Knarren, kann mir regelmäßig gestohlen bleiben, aber neue Waffen, die finde ich natürlich spannend. Da ist zunächst mal die Centennial Shorty. Das ist die Medium Ammo Winfield für einen mittleren Slot und entsprechend hat sie weniger Munition, dafür aber mehr Hochschlag und mehr Schwankung beim Zielen. Das sind jetzt Werte, die sich nicht mehr nur nebulös im Sammelbegriff Handling niederschlagen, denn mit Update 1.12 könnt ihr solche und andere Kennzahlen wie die maximale Headshot Range sehr detailliert ablesen und mit anderen Waffen vergleichen. Die Shorty ist also logischerweise in allen Belangen schlechter als die lange Centennial, aber als Zweitwaffe ist sie natürlich cool, wenn ihr etwa zu einer Shotgun noch Reichweite braucht, aber die Obrest zu teuer ist. Außerdem gibt es die Shorty auch mit Schalldämpfer, also die erste Medium-Slot-Silencer-Waffe und dann ist es natürlich eine geile Kombo. Im Levering könnt ihr die Shorty allerdings vergessen, dafür ist die Streuung zu groß und die Feuerrate zu niedrig. Und dann gibt es da noch zwei neue Crack-Varianten, die mit Bajonett und die Sniper-Version. Ja, Bajonett erklärt sich von selbst, ist halt ein spitzes Ende vorne dran. Finde ich aber bei der Crack besonders nützlich, weil die ja weniger Munition hat als die anderen Long-Ammo-Waffen. So ein Bajonett ist also hilfreich, wenn einem da mal die Mumpeln ausgehen. Für die Crack-Sniper wird man da weiterhin auf Ammo-Boxen oder gar Doppel-Sparks-Pistolen als Moon-Reserve zugreifen müssen, aber ihre Feuerrate ist höher als die der Mosin-Sniper und ihr braucht keinen Bullet-Grubber. Ui. Also schon eine geile Waffe, auch wenn sie halt weniger Schaden macht als andere Long-Ammo-Büchsen. Das sind natürlich Abwägungen, die man sich erst als fortgeschrittener Hunter macht und um überhaupt erstmal an diesen Punkt zu kommen, kriegt Hunt mit Update 1.12 ein geskriptetes Tutorial. Mega gut gemacht, mitsamt einem Tutor, der von der englischen Stimme des Witchers gesprochen wird. All patched up? Then head on out. You got a lot to learn. Da werden neue Spieler Schritt für Schritt durch alle Spielelemente geleitet, vom Heilen über die einzelnen Monstertypen bis hin zum PvP und das ist super hilfreich. Denn Hunt ist ein kompliziertes Spiel, das mit seiner Komplexität neue Spieler gerne mal nach wenigen Minuten wieder verscheucht. Das sollte mit diesem Tutorial ein Ende haben. Trotzdem solltet ihr danach natürlich erstmal noch meine Tutorials gucken, die sind noch viel hilfreicher, ist klar. You're gonna need to find a target. Ebenfalls sehr hilfreich ist, dass mit Update 1.12 das Ausrüstungsmenü aufgeräumt wird. Zukünftig werden legendäre Skins nämlich auch nur als solche geführt und nicht mehr als eigene Waffengattung. Sprich, ihr kauft eine Knarre und wählt beim Ausrüsten, welcher Skin da jetzt drauf soll. Eure letzte Auswahl wird außerdem gespeichert, sodass ihr nicht ständig rumklicken müsst, wenn ihr eh immer den einen Lieblingsskin nehmt. Allerdings wird immer noch in Schmuggel, also Contraband-Waffen und unterschiedliche Verschmutzungsgrade unterschieden, wodurch ihr mitunter immer noch mehrere Waffen gleicher Bauart aufgelistet bekommt, aber das Ganze ist trotzdem viel aufgeräumter und praktischer als zuvor. Die gute Nachricht der nächsten Änderung muss man eher zwischen den Zeilen lesen. Die wählbaren Contracts, also Boss-Aufträge, kommen zumindest testweise zurück.
Veteranen erinnern sich. Früher konntet ihr auswählen, ob ihr eine Random Map mit Random Bossen und Random Tageszeit spielen wollt und dafür mehr Geld erhaltet, oder ob ihr ein festgelegtes Szenario spielt, bei dem ihr euch dann mit eurer Ausrüstung auf die Gegebenheiten vorbereiten könnt. Das ist jetzt auf dem Testserver auch wieder so. Da könnt ihr aktuell wählen, ob ihr bei Nacht spielen wollt oder zufällig alles andere ohne Nacht. Denn manche Sniper verlassen zum Beispiel das Match, wenn es dunkel ist, und dann hat man keine volle Lobby mehr. Der Alternativ-Contract hilft also allgemein dem Spielspaß, aber dahinter verbirgt sich wie gesagt noch eine bessere Nachricht. Offensichtlich hat Hunt mittlerweile eine so stabil gewachsene Spielerzahl, dass es möglich ist, die in zwei Matchmaking-Schleifen aufzuteilen. Die, die random spielen, und die mit vorgegebenem Szenario. Und das ist natürlich klasse. Je mehr Spieler, desto besser funktioniert auch die Skill-Zuteilung, und tatsächlich auch da ändert Update 1.12 was. Denn der Button für Skill-Based Matchmaking ist weg. Der war ja bislang sehr erklärungswürdig, denn das Matchmaking von Hunt ist immer Skill-Based. Mit dem Häkchen habt ihr euch nur einverstanden erklärt, gegebenenfalls länger auf ein Match auf eurem Skill-Niveau warten zu wollen. Viele Anfänger haben das aber wohl übersehen und sind dann doch mal in Matches gelandet, in denen sie nichts zu suchen hatten. Also ist die Checkbox jetzt weg und vermutlich hinter den Kulissen einfach immer an. Das Team-MMR wird auch nicht mehr angezeigt. Vielleicht auch, damit die Spieler weniger taktieren und vielleicht sogar versuchen, sich im Quickplay runterzusterben, sondern einfach spielen. Was das Quickplay angeht, ist meine Hoffnung ja eh, dass die Spielerzahlen irgendwann so hoch sind, dass Crytek auch da die Skill-Brackets nutzen kann. Aber so weit sind wir wohl noch nicht. Solos kriegen in der Bounty Hunt nach wie vor einen leichten Skillvorteil gegenüber Duos oder Trios, denn ihr Hauptnachteil bleibt ja der, dass sie in Unterzahl spielen. Aber mit Update 1.12 bekommen sie einige Boni, die sie den Fähigkeiten der Teams annähern. Allen voran Self-Revive durch den Necromancer-Trade. Gab's ja schon im letzten Event, jetzt ist er wieder da, allerdings nicht mehr nur mit 4, sondern ganzen 10 Sekunden Cooldown. Das erscheint mir spontan sehr lang, denn meine Event-Erfahrung sagt mir, entweder man kam nach dem Self-Revive davon, wenn man sofort, also nach 4 Sekunden, wieder aufgestanden ist, oder wenn wirklich alles Geballer ringsrum vorbei war und einen zufällig niemand angezündet hat. Mit 10 Sekunden Cooldown bleibt jetzt gefühlt nur noch diese zweite Option. Und die wird's wohl gar nicht mehr so oft geben, denn mit 1.12 wird halt jeder angezündet, der nicht ganz offensichtlich Teil eines Teams war. Aber gut, dafür ist der Testserver da, um zu sehen, ob das Zeitfenster passt. Würde mich aber nicht wundern, wenn Crytek das vielleicht bis zum Release noch so auf 7 Sekunden runterdreht. Ihr habt's jetzt schon gesehen, Update 1.12 bringt ein detailliertes Damage Log. Nach eurem Ableben bekommt ihr genau angezeigt, wie viel Schaden ihr wem wo verursacht habt und wie viel ihr selbst von wem eingesteckt habt. Das dürfte Fragen beantworten wie: Warum ist der nach 2 Treffern noch nicht tot? Geil wäre es allerdings, alle diese Daten des ganzen Matches nach der Runde bekommen zu können, anstatt nur dann, wenn man selbst ins Gras gebissen hat. Aber die Grundlagen dafür sind ja jetzt da. Aber zurück zu den Trade-Änderungen. Magpie gibt euch jetzt nicht einen, sondern alle 3 Boni gleichzeitig, also Antigift, Stamina und Dauerheilung, und bekommt obendrein einen Solo-Bonus. Solos mit Magpie erhalten 10 Sekunden Darkside Boost und außerdem für jeden Clue oder gelooteten Hunter nicht eine, sondern 2 Sekunden Boost zurück. Das klingt übermächtig, ergibt aber vollkommen Sinn, denn Teams haben ja auch 10 Sekunden Boost und bekommen auch 2 Sekunden zurück, nur eben verteilt auf 2 Spieler. Also absolut sinnvoll. Damit wird Magpie vom Witz-Trade zum Top-Tier für Solos. Bei Serpent verdoppelt sich für Solos die Reichweite auf 50 Meter. Klingt in der Theorie sehr mächtig in Kombination mit Magpie. Schön aus der Ferne das Bounty klauen und dann wegsprinten. In der Praxis bist du dann halt immer noch alleine gegen alle. Und ich frage mich als Solo ja auch schon so sehr genau, ob ich das Risiko eingehen kann, mich zum Gejagten zu machen. 25 Meter mehr Reichweite machen da den Kohl auch nicht fett. Allerdings erhöht sich auch der Bonus, den Underdogs künftig bekommen. Update 1.12 macht also das Solo-Leben leichter und lohnender, und das finde ich als regelmäßiger Solo-Spieler natürlich prima. Ich glaube auch nicht, dass das zu reinen Solo-Lobbys führen wird, denn in Unterzahl spielen ist und bleibt halt der maßgebliche Nachteil. Und ich gehe davon aus, dass Crytek diese Änderungen auf Basis ihrer Spielerdaten machen und demzufolge Solos wohl nicht so oft vorkommen. Aber auch im Hinblick auf neue Spieler, denen ja auch das Tutorial zugutekommt, ist es wohl eine vorausschauende Maßnahme, Solos das Leben leichter zu machen. Denn viele Newbies werden wohl erstmal alleine losziehen. Auch wenn ich immer sage, spielt erstmal in Random Trios. Wer alleine und ohne Ausrüstung ins Bayou will, also einen sogenannten Naked Run macht, freut sich sicherlich über neue Lootables. Künftig könnt ihr Sattel und Satteltaschen finden, aus denen sich Geld, Ausrüstung oder sogar Waffen looten lassen. Coole Idee.
Aber keine Angst, allzu häufig sind die auf dem Testserver nicht. Es ist also schon keine schlechte Idee, mit einer Waffe ins Match zu gehen. Apropos, im Quickplay startet ihr fortan mit einer größeren Auswahl ins Match. Das ist nie verkehrt, beste Kombo bleibt für mich aber Dual Court Worlds. Was die Maps angeht, werdet ihr mit 1.12 kleinere Änderungen am Wegesrand finden. Einen richtigen Umbau gibt's allerdings in Weeping Stone. Da ist ein Keller dazugekommen, den ihr vom Wasser aus betreten könnt. Sehr schick und mehr Wege in oder aus einem Boss-Lair sind natürlich immer gut. Dann gibt's noch kleinere Änderungen, wie etwa, dass der Stalker Beetle jetzt mehr Damage macht. Ihr wisst schon, das Ding, von dem wieder lauter Quengler meint, ne, mach das Spiel kaputt, und den man dann aber nach 2 Wochen nicht mehr gesehen hat. Vielleicht kriegt der eine oder andere dann jetzt auch endlich diese scheiß Beetle-Quests fertig. Aber das war ja schon immer das Konzept des Hunt-Teams, neue Features erstmal eher schwächer einbauen, schauen, wie die sich bewähren und dann justieren. Wird sich also zeigen, wie alle diese Änderungen dann wirklich ins Update 1.12 reinkommen, aber dafür ist ja der Testserver da, also schaut doch da mal vorbei. Dann werdet ihr nämlich auch diese mysteriösen Alligator-Fallen sehen, die Teil der neuen Questline sein werden. Meine Spekulation ist ja, dass die mit einem neuen Boss zu tun haben. Wird es nach all den Jahren der Mutmaßung tatsächlich ein Gator-Boss? Aber wie soll der funktionieren in Compounds, in denen es gar keinen Sumpf gibt? Dazu sage ich was in einem meiner nächsten Videos, wo es um die Zukunft von Hunt geht. Die sieht übrigens rosig aus. Wenn ihr das dann nicht verpassen wollt, schnappt euch ein Abo und das nächste Hunt-Video wird auch eins vom Testserver. Ein gutes obendrein. Die Besten, das seid natürlich ihr, deshalb vielen Dank fürs Zuschauen. Und entschuldigt meine heutige Heiserkeit. Ich bin der Fabian, bis zum nächsten Mal. Ciao.